Es war ein Mittwoch wie jeder. Longinus, so hat ihn die spätere Legendenbildung genannt, römischer Centurio, und die Seinen taten ihre Pflicht und bewachten mal wieder, wie so oft, die Hinrichtung von Verbrechern, Unruhestiftern, Gesindel. Es war wie immer. In 2 Tagen wäre endlich Feierabend für diese Woche, doch an jenem Tag, einem Freitag, wieder dieselbe Arbeit, Hinrichtungen, Business as usual. Aber unter die Gaffer mischte sich erstaunlich viel religiöse Prominenz und Worte machten die Runde. Gotteslästerung. Pfui. Und andere Worte machten die Runde. Vielleicht doch mehr als ein Mensch? Longinus blickte und was er sah, sah gar nicht nach Gott aus, fast nicht nach einem Menschen. Und wieder das Gemurmel aus den Reihen. Er war gerecht. Und sogar einer der Hingerichteten nebendran, er war gerecht. Und Longinus, Römer, irritiert durch die Frömmigkeit dieses Landes am Ende der Welt, wo doch Rom Gerechtigkeit bringen sollte und Friede. Longinus irritiert von jenem Wort gerecht, dem Zentralbegriff einer Gottesgläubigkeit, die ihm so fremd war. Er war gerecht. Gotteslästerung. Und wieder der Blick und wieder das Wort. Er war mehr als gerecht. Er hat Gnade vor Recht geübt, hieß es. Er hat denen Gerechtigkeit zugesprochen, die sie nicht verdienten. Und Longinus, der Römer, Gerechtigkeit als Sache Roms, er blickt und blickt und versteht. Gotteslästerung? Nein, Gotteslästerung wäre, wenn Gott so ist, wie sich Longinus das dachte, als Marmorstatue, aber hier lebendig, ein lebendiger Gott, gerecht, mehr als gerecht, Gnade vor Recht. Und dann der Feierabend. Tod, Arbeit getan, Feierabend? Ja, ein Abend zum Feiern. Das wird Longinus erst später bewusst werden. Ein Abend, der nicht mehr endet. Ein Feierabend, weil gefeiert wird über einen Gott, bei dem es Gotteslästerung wäre, wäre er nicht ein Gerechter. Ein gerechter Mensch. Und später wird Longinus selbst sich als gerechten Menschen verstehen werden. Der Mittwoch ein Tag wie jeder, der Freitag zunächst ein Tag wie jeder, der Feierabend ein Abend wie jeder, aber dann ein Abend, bei dem eine Feier beginnt, wo es Gotteslästerung wäre, nicht mitzufeiern. Weil Gott Mensch ist. Mögen wir dies, wie Longinus, glauben und feiern können in Zeiten, die danach schreien, dass Gott auf den Plan tritt.